Sei gegrüßt. Heute erzähle ich dir über etwas, das im deutschen Sprachgebiet wenig bekannt ist. Käse machen mit pflanzlichem Lab. Wenn du dieses Video anschaust, vermute ich, dass ich dein Interesse an Käse nicht erst wecken muss. Und vermutlich weißt du auch schon, dass die meisten Käse mit Lab gemacht werden. Lab ist ein enzymhaltiges Produkt, das Milch gerinnen lässt. Dieses Lab stammt ursprünglich aus den Labmägen junger Säugetiere, wie hier aus Lämmermägen. Andere Produkte mit Labwirkung werden oft als Lab-Austauschstoffe bezeichnet. Bekannt ist mikrobielles Lab, das von Bakterien oder Schimmelpilzen stammt, teilweise gentechnisch verändert. Wenig bekannt in Mitteleuropa ist pflanzliches Lab. Selbst Schweizer Käseexperten kennen es oft bestenfalls vom Hörensagen. Ich habe das Käsen mit pflanzlichem Lab in Spanien gelernt und auch in der Schweiz praktiziert. Mein Name ist Gerion, ich bin Geobotaniker und Kulturökologe und arbeite in Tierhaltung und Milchverarbeitung. Diese Pflanze heißt Labkraut. Klingt das nicht verdächtig? Vom echten Labkraut liest man gelegentlich, dass man damit Milch zum Gerinnen bringen kann. Im 16. Jahrhundert wurde in England damit gekäst, aber das Rezept ist im Dunkel der Vergangenheit versunken. Manche Menschen haben experimentiert und manchmal klappt es sogar. Da auf unserer Weide Massen von echtem Labkraut wachsen, habe ich es mehr als einmal ausprobiert. Mir ist es bislang nicht gelungen. Meine Arbeitshypothese ist, dass die Ausbildung des Wirkstoffes standortgebunden ist. Aber vielleicht ist das ja nur eine Ausrede. Vielleicht sollte ich weiter experimentieren, ob es mit irgendeiner Rezeptur gelingt. Auch mit dem Klettenlabkraut soll es funktionieren. Es gibt Berichte darüber. Der Feigenbaum, der im Mittelmeergebiet viel angepflanzt wird, führt einen Milchsaft. Darin ist der Stoff Ficin enthalten. Dieser lässt Milch gerinnen. Zum Beispiel auf der Insel Ibiza stellt man aus frisch gemolkener Ziegenmilch mit hineingelegten Feigenzweigen eine Galerte her, die man als solche isst. Mit dieser Pflanze, der wilden Artischocke, wird es nun spannend. Spannend deshalb, weil sie bis heute an verschiedenen Orten zum Käsen in Gebrauch ist. Etwa in Extremadura, auf Gran Canaria und auf Ibiza. Auch in Portugal kann man Käse finden, der mit der wilden Artischocke bereitet wurde. Die wilde Artischocke enthält die Proteasen Cardosin A und B, die Casein spalten. Also Milch zum Gerinnen bringen. Sie wächst im Mittelmeergebiet wild. Daher bietet sich dort ihre Nutzung zur Käsebereitung an. Allerdings kommt sie beispielsweise auch in Italien vor und ich habe keine Hinweise darauf gefunden, dass sie dort als Lab genutzt wird. Dieser spanische Schafskäse heißt Torta del Casar. Er ist innerhalb von Spanien sehr bekannt und erfreut sich großer Beliebtheit. Begeben wir uns in den Ort Casar de Cáceres in Extremadura, gut 10 Kilometer von der Provinzhauptstadt Cáceres entfernt. In einem Umkreis von 50 Kilometern weiden Schafe, aus deren Milch mit Hilfe der wilden Artischocke Käse gemacht wird. Der Name Torta del Casar genießt Ursprungsschutz. Dieser Ursprungsschutz fordert, dass nur mit der wilden Artischocke eingelabt wird. Es kommt keine Bakterienkultur hinzu, wie sie bei den meisten anderen Käsen gefordert wird. Hier sehen wir den Käse in einer Käserei reifen. Dieses Bild kennen wir schon. Dieser Käse hat, wenn er gut gereift ist, einen etwas bitteren Geschmack und ist sehr weich, was beides dem pflanzlichen Lab zu verdanken ist. Man schneidet ihn nicht in Stücke, wie andere Käse, sondern schneidet die obere Schicht ab wie einen Deckel
und nimmt den weichen Inhalt wie aus einer Dose heraus. Und nun auf eine Insel, die schon erwähnt wurde, Ibiza. Hier befinden wir uns auf dem Biobauernhof Can Mujon und sehen Ziegen der heimischen Rasse. Und hier sehen wir getrocknete Griffel aus den Blüten der wilden Artischocke. Da die Pflanze nur im Sommer blüht, muss man den Rest des Jahres mit getrockneten Griffeln vorlieb nehmen. Und hier sehen wir den Frischkäse dieses Hofes, noch in der Form. Dann machen wir einen Schwenk in die Käserei Szeszkabretes, ebenfalls auf Ibiza. Hier blicken wir auf einen Absud von den Griffeln der wilden Artischocke. Das Gerät, das wir da sehen, ist nichts Bedrohliches, sondern ein Thermometer. Hier ist die Milch dank des Absudes bereits geronnen und der Bruch wird geschnitten. In diesem Regal reift der Käse. So sieht ein angeschnittener, genussfertiger Ziegenkäse von Szeszkabretes aus. Hier mache ich zu Hause in kleinem Maßstab Käse. Ich habe die Griffel in Wasser gelegt und dieses auf etwa 40 Grad Celsius erhitzt. Und dieser Käse kam dabei heraus. Der Prozess wird nun noch näher zu beleuchten sein. Begeben wir uns nun auf eine Schweizer Alb. Eine Schweizer Alb? Wie denn das? Haben wir nicht eben gehört, dass in der Schweiz pflanzliches Lab kaum bekannt ist? Stimmt. Aber hier bin ich persönlich als Käser am Werk. Und ich habe pflanzliches Lab und das Wissen darum aus Spanien mitgebracht. Über Nacht habe ich die Griffel in Wasser gelassen, das sich auf etwa 40 Grad erhitzt hatte. Und ich verwende hier Kuhmilch. Die Flüssigkeit habe ich abgeseit und ich gieße sie nun in die Milch. Es ist recht wenig Milch, da ich leider nur wenig pflanzliches Lab zur Verfügung hatte. Es dauert länger als die üblichen 35 Minuten, aber nun ist die Milch doch noch dick gelegt. Der Bruch wird geschnitten. Und gerührt. Wie immer beim Käsen gibt es Molke als Nebenprodukt. Und hier sehen wir den fertigen Käse. Schweizer Albkäse mit pflanzlichem Lab. Er erfreute sich erfreulicher Beliebtheit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abonnement und Weiterempfehlungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.